Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Try Weird West. Wir sind immer noch auf der Spur der fiesen Stillwater-Bande, haben uns hier durch ein Canyon geschossen und gesprengt und jetzt gehen wir mal zu den nächsten Spuren. Ich hoffe, wir finden die noch. Lärm. Something don't feel right. Hairs on your neck wake up. Danger's close. Klingt jetzt nicht so geil, ehrlich gesagt. Was ist das hier? Kojote. Können wir zumindest. Oh, scheiße, was ist denn hier passiert? Stillwater Ranger? Warum ist der Typ tot? Ha. Huh. Okay. Ich werde mich jetzt hier mal so ein bisschen klein und hässlich machen. Oh, wie sieht das denn hier aus? Ekelhaft. Du bist es, du bist endlich hier? Okay. Ich habe jetzt irgendwie ein schlechtes Gefühl bei der Sache. So. Wer zur Hölle bist du? Geheimnisvolles Mädchen. Oh, what the fuck hier? Ist das alles ekelhaft, ey. Ah, die Reisende. Du bist gekommen. Es hat also funktioniert. Dieser Körper steht dir gut. What? Du bist auf der Suche, wenn ich mich nicht irre, oder? Nach Spuren, die dich zu deinem verschwundenen Liebling führen. Ich kann dir zeigen, wo du sie findest. Du darfst die Spur nicht verlieren. Ich will das hier nicht länger erdulden müssen als nötig. Was zur Hölle? Okay. Ich frage jetzt erstmal nach der Sache mit dem Körper. Was ist schon ein Körper? Eine unendliche Last. Etwas, das dich hier gefangen hält, selbst wenn du gar nicht hier sein möchtest. Okay, ich frage sie mal, was sie erdulden muss. Oh, das wirst du schon noch verstehen. Irgendwann. Okay, warum glaubst du, dass ich auf einer Reise bin? Sind wir nicht alle Reisende? Treiben durchs Leben, so bedeutungslos wie ein Stock, der im Fluss mitgerissen wird. Okay, Spuren. Da entlang, lass uns keine weitere Zeit verschwenden. Okay, du bist creepy. Und hier liegen sehr viele Tote. Und ich nehme das Kojotenzeug mal mit. Oh Mann, oh, ist hier noch irgendwas zum Klauen? Ja, hier ist noch was zum Klauen. Muss ich jetzt hier fix klauen irgendwie? Kiste? Wo ist sie denn? Alter! Mädel! Nicht abhauen! Scheiße, da ist sie. Es wird alles zu Staub. Alles wird zu Staub. Bringen wir es hinter uns. Finde die Spuren. Und dann weiter. Du bist dichter Vorreisende. Ich frage mich, was du finden wirst. Alter. Ich finde das creepy. Sehr creepy. Speichern. Oh, und sie haut jetzt ab. Na geil. That girl. Something mighty off about her. A look in her eye, dead as river stone. Well, at least she pointed you in the right direction. Beggars can't be choosers. Oh my. Alter, was ist denn hier passiert? Also hier, hat die ganzen Typen hier massakriert? Mann, 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 ey. Hammer. Aber gut, ich meine, ja, es war schon vorher creepy, es wird nicht weniger creepy. Okay, das Viech habe ich schon. Passt, okay. Oh, ich kann hier Zeug mitnehmen, cool. Ah, nehmen wir alles mit. Hier ist nochmal eine Kiste. Wir lassen doch hier kein gutes Loot liegen, liebe Leute. Das machen wir einfach nicht. Oh, verdammt, ey. Das ist echt creepy. Mann, Mann, Mann. Wie gut, dass ich jetzt gerade nicht nachts spiele. So, und hier geht es jetzt zum Greenwood Run. Eine verfallene Hütte, verborgen im Unkraut. Dunkle Flecken durchtränken den Schmutz. Boah, eklig. Was ist das hier? Eine einfache Farm in der Prärie. Wir gucken einfach mal kurz.
Oh. Hier sind mal normale Leute. Krass. Normale Leute. Hallo. Okay. Gibt's hier irgendwas? Also wahrscheinlich könnte ich hier anfangen zu klauen oder so. Ja, gut, aber ne. Oh. Das nehmen wir mal mit. Oh, hier ist lauter Krempel. Oh, was ist das hier? Schrotflintenmunition. Yes. Das können wir brauchen. Sorry, Leute, dass ich euch hier jetzt total ausraube. Wie gesagt, Leute, die nichts haben, können nicht wählerisch sein. Und ich habe echt nicht viel. Was ist das? Das ist idyllisch und die Viecher pennen hier. Oh Mann. Cool. So, das ist echt so ein Moment des Friedens irgendwie. In der Bude. Mann. Oh, und hier kann man offensichtlich Zeug herstellen. Na gut, hier hat's Eier. Oh, Gewehrmunition. Ja, das hat sich gelohnt. Und den restlichen Krempel brauche ich nicht. Sorry, Leute, wenn ich euch die Munition klaue. Ich brauche die. Okay, was ist das denn? Verschlossener Schuppen? Ah, leider verschlossen. Okay. Nee, das lasse ich jetzt mal. Ich habe euch hier schon genug bestohlen. Okay. Hier ist auch nur Essen drin. Erdhügelversteck. Aha. Mal gucken, was hier so ist. Oh, nächste goldene Pick-Ass-Karte. Das ist schön. Das ist doch mal nice. Die nehmen wir gerne mit. Dafür hat es sich dann gelohnt, hier Pause zu machen. So, ist hier irgendjemand drin? Okay, hier im Haus müsste ich dann wirklich klauen. I see. Die Bude sieht ja so aus wie meine, Mensch. Ist das hier so der Standard... Ist das hier so die Standardgrundriss irgendwie? Aber egal, ne? Das hat sich wirklich voll gelohnt. Okay, die Kiste ist leer. Aber die nicht. Was ist das denn hier? Hühnerfedern. Ja, lass mal. Aber wir haben jetzt so eine Pick-Ass-Karte für ein Extra. Mal gucken. Was haben wir hier? Schussgeschwindigkeit erhöht sich. Ich bewege mich schneller. Ha. Ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen am Überlegen, was ich hier nehme. Oh, das könnte vielleicht auch hilfreich sein. Ich nehme mal das hier mit mehr Dynamit. Bumm. Boah, alter Schwede. Aber wir haben ja jetzt eine Menge Dynamit gefunden. Oh. Oh, da ist nichts im Briefkasten. Ja, so eine Scheiße. Okay, schade. Ich wollte hier ein paar Briefe rippen. Aber gut, passt schon. Jetzt gehen wir einfach mal weiter und reisen hier Richtung Dingens. Oh Mann. Boah, das wird jetzt sicher wieder finster. Okay, das ist eklig.
Smells all wrong here. Sirens have been feeding. Let's hope your husband wasn't on the menu. Okay, also das muss ich jetzt hier offensichtlich ein bisschen vorsichtiger angehen. Und diese eine Wache hier bei ihrem Patrouillengang erwischen. Das wäre jetzt natürlich nicht verkehrt. Oh Mann. Ja, weil der Typ, der steht hier einfach zu gut. Den kriege ich nicht. Und hier sind irgendwo auch noch eine Menge andere Leute unterwegs, wie es aussieht. Hier sind dann gleich mal zwei. Und wenn ich die jetzt hier aufscheuche, dann werde ich mal ganz bestimmt sehr viel Spaß kriegen, nicht? Okay, dann schleiche ich mich mal hier ein bisschen weg. In der Hoffnung, dass der mich hier nicht gleich entdeckt. Mal gucken. Was ist denn hier hinten? Oh, wow. Was zur Hölle? Die haben hier auch noch andere Leute gegessen, wie es aussieht. Ist da mein Mann dabei? Ich hoffe nicht. Nee. Boah. Ekelig. Okay, jetzt ist aber die Frage, ob ich hier irgendwie anders in diese Bude reinkomme. Ich glaube, hier könnte ich mich reinschleichen. Hier ist nämlich ein Loch. Aber hier kommen auch immer eine Menge Leute vorbei, wie es ausschaut. Boah. Junge. Speichern ist während des Kampfes nicht möglich? Ich bin doch in keinem Kampf, Leute. Okay, mal gucken. Ob ich hier außenrum noch eine bessere Chance habe. Boah, hier sind ja richtig viele. Meine Fresse. Okay. Sieht jetzt alles nicht sonderlich geil aus. Oh, hier drüben liegt auch noch irgendwas Totes. Wie es aussieht. Alter Schwede, was ist denn hier los? Das ist ja wirklich ekelhaft. Okay, ich kann einen Löffel mitnehmen. Ha. Und hier wurde ein Bär getötet. Ja, nee, lass mal. Okay, ich habe jetzt nicht so ewig viel Zeit, glaube ich. Mal gucken, ob ich hier irgendwie rankomme. Oh, hier ist ein Hintereingang. Okay, hier darf ich nicht speichern. I see. Habe ich denn hinter dem Ding irgendwie eine Möglichkeit, mich zu verstecken? Oh, und hier steht auch wieder einer, der mich sehen würde. Was? Junge, du siehst mich doch gar nicht. Alles nicht so simpel irgendwie. Den Typen hier hinten könnte ich eventuell erwischen. Aber der läuft auch irgendwie weg. Hier steht auch dauernd irgendwer, der es sieht. Ah, das ist echt ärgerlich. Ah, hier kann ich mich wirklich nicht gut verbergen. Führt mich nicht zu sehr in Versuchung, ehrlich gesagt.
Das wäre natürlich eine schöne Idee, wenn hier ein paar Leute vorbeikämen. Ha. Wobei ich natürlich auch ein Dynamit werfen könnte, um den Typen hier mal platt zu hauen. Oh. Meine Schussbahn ist hier offensichtlich blockiert gewesen. Das ist ja finster. Ah. Aber so funktioniert das, dass ich irgendwie was einschalte. Das ist schon mal nicht schlecht. Okay, jetzt regnet es auch noch. Na geil. Ah, und schon werden meine Explosivpläne kaputt gemacht im Grunde. Könnt ihr nicht beim Regen irgendwie reingehen, Leute? Das wäre geil. Oh Mann. Okay. Ah. Warte mal. Habe ich irgendwie die Chance hier? Ist der Typ in der Bude drin? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ach, was weiß ich. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ah, da draußen läuft einer. Okay. Und da sind welche. Okay. Boah. Aber die Entfernung sieht man echt schlecht, auch gerade bei dem Wetter hier. So. Wenn ich den Typen jetzt erwische, sieht den jemand anders? Oh, fuck. Oh, weia. Okay, das ist jetzt hier alles relativ ungesund. Okay, gucken wir mal. Oh, fuck. Okay. Wow. Oh, fuck. Okay, so hat's nicht funktioniert. Ah. Letzten Spielstand laden. Okay. Das muss ich ein bisschen anders tun, glaube ich. Also, irgendwie reinschleichen und versuchen, einen Impact dadurch verursachen, dass man, keine Ahnung, Dinge hochsprengt, ist natürlich schon mal ein Anfang. Aber gut, das ist jetzt natürlich immer so ein bisschen nicht so hilfreich. So, also nochmal von Smells all vorne. wrong Ja, here. ist okay, hab's These kapiert. nerves have been feeding. Let's hope your husband wasn't on the menu. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier irgendwie rauskomme. Und zumindest diesen einen Typen hier schon mal erwischen kann. Das ist aber auch echt nicht leicht, wenn man sich überlegt, dass das hier doch eine etwas unschöne Ecke ist für sowas. Hoppala. Nein, nein, du hast mich nicht gesehen. So, erstmal andere Waffe ausrüsten. Mal gucken, ob ich ihn noch erwische, während er hier geht. Ja, den erwische ich. Alter! Alter, warum kann ich denn... Okay. Warum habe ich den jetzt nicht erwischt? Das ist jetzt natürlich Kacke. Ah, okay. Ich hätte ihn mal hier.
Tja, ne, wo bin ich jetzt? Okay, oh Mann. Das war jetzt natürlich auch wieder eine unglaublich hilfreiche Nummer. So, Kumpel. Aber dich nehme ich jetzt schon mal mit. Boah. Super, ey. Das lief jetzt nicht so gut hier. Dich lege ich mal hier ab. Na toll. Der hat auch nur ein Messer. Geil. So, hier, komm. Alter! Warum kann ich den hier nicht irgendwo verbergen? Ach, weißt du was? Ich werfe ihn in den Fluss. Huch! Wow! What the fuck? Wieso bin ich jetzt hier in so einem Ding? What the fuck? Okay. Es wird lustiger hier. So, aber immerhin. Ich habe zumindest schon mal einen abgemurkst und bin dabei nicht draufgegangen. Alter Schwede, es ist nicht leicht. Aber ich kann mich hier mal reinwerkeln. Das wäre doch was. So, ab mit dir in die Ecke hier. Sehr schön. Okay, ich habe eine Machete. Ich glaube mal, die ist vielleicht ein bisschen besser als dieses Messerchen hier. Ja, die macht gleich mal ein bisschen mehr Aua. Oh wei. Aber ich bin jetzt hier zumindest schon mal infiltriert. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich hier weiterkomme. Weil so langsam mal nach und nach alle Wachen ausschlagen, ausscheuchen, wäre natürlich hilfreich. Was zur Hölle ist denn das eigentlich für ein Fass? Chemikalienfass. Okay. Das klingt irgendwie finster. Kann ich den da reinwerfen? Mal schauen. In das Fass? Nee. Ah, ich packe ihn jetzt einfach mal hier hinter dieses Fass. Dann fällt er vielleicht nicht auf. Okay, so weit sind wir hier schon mal. Der Typ hier am Eingang, den könnte ich rein theoretisch versuchen, mit meinem Stealth-Schuss auszuschalten. Den darf ihn dann halt keiner sehen. Also kriegen würde ich ihn. Ja, nee, du siehst mich nicht. Beste Bande im Westen, nee, ist klar. Jetzt muss ich halt warten, bis die anderen Typen hier weg sind und ihn dann nicht mehr fallen sehen können. Alter, das ist ja schon relativ spannend. Aber wisst ihr was? Das machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich überziehe sonst hier wieder mal ganz grandios. Ihr Lieben, habt eine schöne Zeit. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir hier bei den Stillwaters aufräumen. Macht es gut bis dahin und tschö!